Neuer Vampir-Hit, Jan Sommerhalder dreht für Netflix-Serie. Er bekommt einfach nicht genug vom Fantasy-Genre. 8 Jahre lang spielte Jan Sommerhalder, 39, in der Serie The Vampire Diaries den attraktiven Vampir Damon Salvatore. Mit seiner Rolle als schelmischer, gewitzter und nach Liebe strebender Blutsauger brachte er weibliche Fans rund um den Globus um den Verstand. Auch ein Jahr nach der finalen Episode der Erfolgsserie scheint von den mystischen Wesen nicht loszukommen, in seiner neuen Serie dreht sich ebenfalls alles um Vampire. Nach Angaben des Hollywood Reporters wird sich als Professor Dr. Lothar Swann in der neuen Netflix-Produktion VWAS ganz mit dem Mysterium Vampirismus beschäftigen. Der beste Freund seiner Serienfigur hatte sich zuvor in einen blutrünstigen Sauger verwandelt. Während Lothar versucht, hinter das Geheimnis dieser ominösen Krankheit zu kommen, werden immer mehr Menschen zu Vampiren und ausgerechnet sein Buddy Michael wird deren mächtiger Anführer. Seine schauspielerischen Fähigkeiten setzt seit 2004 immer wieder in erfolgreichen Serien ein. Bevor er die Vampire Diaries Fans mit seinem Charme um den Finger wickelte, stand der Vater einer kleinen Tochter bereits für die Survival-Reihe Lost vor der Kamera. Was meint ihr, ob er mit VWAS an alte Erfolge anknüpfen kann? Stimmt in unserer Umfrage ab.